News for Lovers You geht in die nächste Runde und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Folge und zwar im Minzmer 4 Igluck Gluck. Diesen Part wollen wir auf jeden Fall Welt 3 abschließen, dem wir im letzten Part einen Tower und ein schönes hier. Au. Hier Geisterschiff hatten. Geistergalione. Wie in Super Mario World. Was richtig nice war. Ja, würde sagen, nähern wir uns langsam dem Ende von Welt 3. Ach nö. Ihr wollt mich doch. Nee, ne? Mini-Pilz. Ach nein. Ja, solange es nur so hier ist. Ach nee. Na, vor allem der Baby-Yoshi ist jetzt ein bisschen unpassend, weil ich kann mit denen keine Wände hochlaufen, wie man gerade eben gesehen hat. Ich muss den jetzt leider hier lassen. Vielleicht kommt er ja mit, aber ich bezweifle es. Ne, der war außerhalb des Screens. Schade, hätte ich mal wieder hat er nicht mal ein Level durchgehalten. Verdammt. Bisschen schade. Aber langsam mal sollten wir auch mal die anderen Baby-Yoshis bekommen. Weil bisher war es ja nur der rosane. Oh ne, stimmt, obwohl den goldenen hatten wir auch schon, stimmt. Aber ich kann mich noch erinnern, es gibt noch einen blauen. Ich weiß aber nicht, wann der kommt. Müssen wir sehen. Fürs erste kam nur der, wie gesagt, der rote. Oh, was haben wir da oben? Und der goldene. Wird zwei einmal. Aha, was haben wir hier? One-up. Nur One-up oder was? Ja, wie es aussieht, ja. Hm. Ah, aber hier haben wir es da können. Ne? Sehr wahrscheinlich. One-up gibt es ja auch nochmal. Jetzt haben wir 99. Nice, mehr können wir jetzt nicht haben. Und natürlich gibt es den Star-Coin. Wie hätte es auch anders sein können? Es wäre zumindest sehr traurig gewesen, gäbe es hier auch wieder nur ein One-Up oder so. Das ist schon ein Star-Coin wert, was hier. Ah, hier in der Wand. Und hier könnte man mit dem Mini-Pilz die Wände hoch. Den habe ich aber nicht mehr. Den habe ich schon längst ersetzt. Und deshalb ist auch das Level Igluck Gluck wegen diesen Viechern hier. Was hier? Hier käme man auch mit dem Mini-Pilz hoch. Also hier könnte man einiges mit der. Hier könnte man einiges mit dem Mini-Pilz machen. Aber den habe ich ja nicht mehr. Sich auf die Palme könnte man auch mit Mini-Pilz hoch. Aber ja. Mir ist egal. Hauptsache ich habe alle Star-Coins und wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. One-Ups brauche ich eh nicht mehr. Von daher egal. So. Vorletztes beziehungsweise letztes normales Level. Und das ist Minzmer 5. Drachenaals Grotte. Oh Gott, Drachenaal. Oh Gott, ich kann mir schon denken, wer hier vorkommt. Ja, logischerweise so ein riesiger Drachenaal, ne? Und logisch ist ein bisschen, dass hier unten Treibsand ist. Naja. Diese gelben Chip-Chips. Solange es nur die gelben sind, die Schiss von mir haben, ist es okay. Oh, da ist er auch schon. Die grünen, die verfolgen mich ja. Beziehungsweise nur solange sie mich sehen. Die lilanen, die verfolgen mich ja die ganze Zeit dann. Beziehungsweise es sei denn, ich entferne mich zu weit von ihm. Oh Gott, ja, und der Drachenaal, der verfolgt mich jetzt die ganze Zeit, ne? Oh Gott, da ist das Star-Coin. Lass mich mal in Ruhe hier. Geh mal weg da. Kann ich den. Nee, kann ich nicht. Alter. Der kann echt nerven, ey. Jetzt geht's zwar noch, aber. Kann mir echt vorstellen, zukünftig könnte der irgendwann echt viel Scheiße mit dem machen. Wird ja bestimmt nicht das einzige Level mit dem sein, oder? Vielleicht. Vielleicht auch in der zukünftigen Welt oder so. Mal schauen. Jetzt geht's doch. Aber leider ist er schneller als ich.
Muss ich leider hier mal kurz ausweichen. Geh mal weg da. Star Coin eingesperrt, aber das nervige ist halt das Vieh hier. Ah doch, jetzt kann ich nicht schießen. Da habe ich wahrscheinlich den Treibsand geschossen oder so. Da kann man ihn ein bisschen beschleunigen. Lol. Das macht die Sache ein bisschen besser als es ist. Ja, komm, da hätte ich mir jetzt so die roten Münzen krallen können, aber ist jetzt egal. Brauche ich eh nicht. Gibt eh nur ein One-Up. Was ist hier drin? Rote Starcoin bitte. Dankeschön. Oh, fuck. Shit, zwei von den Viechern, ey. Was ist das? Aber die sind nicht so groß, okay. Solange sie nicht so nicht so großen sind. Oh, hier ist der andere wieder. Oh, geh weg da. Jetzt bin ich einfach noch zum Ziel. Wow. Hi, ein ganz schöner Schwischschwarm, aber ich will jetzt einfach nur hier durch, damit er mich nicht noch kriegt hier. Hau ab, du Drecksvieh. So, da haben wir's. Perfekt. Oh yeah, Mario Time. Ja. Übrigens merke ich gerade, der Sound ist ein bisschen auf 40 runtergegangen. So, ich mache mal jetzt auf 51 den In-Game-Sound bei euch. Davor war die ganze Zeit irgendwie aus 49, obwohl ich ihn eigentlich auf 50 gepackt habe. Ja, jetzt mache ich mal auf 51, vielleicht passt es ja so. So, Items brauchen wir keine. Ja, dann geht's los. Minzmeer Castle, Larrys Torpedo-Festung. So. Was hat denn dieses Castle zu bieten? Also mit Sicherheit auf jeden Fall Unterwasserpassagen mit diesen Torpedos, das ist klar. Wahrscheinlich auch mit diesen Verfolger-Torpedos. Kann ich mir echt gut vorstellen. Oder? Ich bin mir sicher, es gibt auf diesem Spiel auf jeden Fall auch Verfolgungstorpedos. Bin mir aber nicht sicher, wann sie vorkommen. Kann sein, dass sie in diesem Castle schon vorkommen. Mal schauen. Ah, jetzt kommt aber auf jeden Fall die Unterwasserpassage. Ah. Ne, das ist normaler. Ne, das ist normaler. Das sind keine Verfolgungstorpedos. Ist aber auf jeden Fall klar, die sind auf Super Mario World. Auch diese komischen Dinger da, die sie entsenden. Die sind alles aus Super Mario World. Also sollte ich mir aber Gedanken machen, wegen Starcoins. Fehlen schließlich noch zwei. Und hier ist schon die Halbzeit, siehst du? Aber das ist gleich die nächste, okay. Aber wenn es jetzt die dritte ist, ey, da habe ich ein Problem. Keine Ahnung, sonst. Ich hoffe einfach mal, dass es die zweite ist. Ah, da oben ist auch noch was. Obwohl, die sind sie viel zu nah aufeinander. Oh, warte, bei einem. Okay. Das ist tatsächlich die zweite, aber. Ist ja ein bisschen lame, wenn gleich hier die nächste käme. Alter, was geht denn hier ab, ey? Fuck. Wäre ein bisschen lame, wenn hier gleich die nächste kommt. Oder? Nee. Wir haben nur ein paar Münzen, ey. Ich will keine Münzen. Brauche ich nicht. Kann eh keine One-Ups mehr bekommen. Acht rote Münzen könnte ich versuchen. Ja, es ist auch gerade total simpel. Komm. Hip her. Eisblume. Na, dritte Starcoin. Willst du auch noch? Joko? Nö. Shit! Habe ich jetzt die dritte übersehen oder was?
Nee, hier könnte noch irgendwo sein. Hier oben. Nee. Fuck. Entweder ist die im Unterwasserteil oder die ist irgendwo noch hier. Und hier? Hier oben? Arschlöcher! Ich wollte schon hier so ein bisschen die Decke untersuchen, aber da habe ich ja die Münzen gesehen. Oh mein Gott. Aber wenigstens kommt mir noch alles einigermaßen in den Kopf. Einigermaßen. Welt 3. Wir haben noch über die Hälfte vor uns. Das wird noch krasser. So. Jetzt geht es erstmal um dich, Larry. Miss Wars V war ja der Boss aus Welt 1. Mal schauen, was er diesmal drauf hat. Ob er es auch würdig ist, in Welt nach Welt 3 gesetzt zu werden. Okay, also auf jeden Fall arbeitet er mit Fontaine zusammen. Passt es zum ersten Level. Strand der 1000 Fontaine oder hieß es Level oder so. Nicer Sound. So, dann hat er mir aber doch die Eisblume abgenommen, Feuerblume abgenommen. Aber trotzdem hat er keine Chance. Am Anfang soll ich ihm versuchen, noch ein bisschen Chancen zu geben, aber ja. Ich weiß dann, wo er mir die Vollblume abgenommen hat. Hatte keinen Bock mehr. Aber bin einfach nur froh, dass du down bist. So. Und von hier aus müsste es jetzt eigentlich nach Welt 5 gehen. Es ist sogar schon die. Ja, die Sternmünzen. Es ist sogar, somit sogar schon die dritte Abkürzung zu Welt 5. Weil wir haben ja zwei Secret Access, die noch Welt 5 führen und jetzt so der auch schon. Und insgesamt gibt es dann 4. Von Welt 4 geht es dann auch als Welt 5. Krass auf jeden Fall. Aber zu Welt 5 wollen wir noch nicht hin, von daher geht erstmal zu Welt 4. Die Eiswelt, worauf ich mich ja schon gefreue, weil wir schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben. Im letzten Part, wenn mich nicht alles täuscht. Ja doch. Letztes Part haben wir das Level da ganz oben da links gespielt. Da haben wir schon so einen kleinen Vorgeschmack auf Welt 4 bekommen. Ah, da kommt das erste richtige Geisterhaus. Oh, und da haben wir den blauen Yoshi. Nice. Den blauen Baby Yoshi. Aber um den zu bekommen, müssen wir erstmal das erste Level schaffen. Das ist Eis für Eisfälle 1. Drehsternhimmel. Okay. Ist das nice, ey. Ah, ich freue mich riesig auf die Welt. Das wird schön. Ja, auf diese Mancha freue ich mich aber nicht. Mancha Run kann ich mich aber nicht erinnern. Also das müsste es eigentlich nicht geben. Warte, gab es nicht sowas in der Sternwelt? So eine Art Mancha Run? Weiß nicht, ob ich mich jetzt komplett täusche, aber ich glaube, so ein Mancha Run gibt es, glaube ich, in der Sternwelt. Bin mir jetzt aber ganz, ganz unsicher. Aber es könnte sein. War das hier unten? Münzen. Und Applaus, ja, vielen Dank. Wow. Ist da? Oh mein Gott. Ich dachte, dass da ein One-Up ist. Oh Gott, nee. Oder warte mal. Lol. Ah, ich glaube, die Ranke hätte hier hochgeführt einfach, oder? Kein Bonusraum oder so. Lol. Ist ja geil. Haben wir so die Starcoin trotzdem noch bekommen. Alles klar.
Hätte mich sein können, dass es das zu einem Bonusraum führt, wo den man nur mit der Ranke hätte betreten können. Und ja, hätte ich das jetzt verkackt, aber da es mir da hochgeführt hat, habe ich Glück gehabt. Starcoin konnte ich auch noch mit dem Eichelpilz bekommen. Oder mit der Super-Eiche, wo man dann auch immer nennt, den Eichelpilz. Ich habe den eigentlich immer Eichelpilz genannt. Ja, cool. Letzte Starcoin. Ah, hier. Ja, den Cooper brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oh, Stern. Ja, okay. Hat man hier einen kleinen minimalen Muncher-Run. Okay. Wenn man das als Muncher-Run sah. Aber nur ein ganz kurzer. Egal. Auf jeden Fall war das erste Level. Ganz interessant auf jeden Fall. Auch nice. Grafisch her, die Sterne und sowas alles. Epic. Gefällt mir sehr gut. Ah, Mopsy, stimmt. Den müssen wir auch noch bekommen in Welt 3. Den schnappen wir uns auch gleich mal. Und danach holen wir uns den Babyausschieb. Aber erst wird Mopsy geschnappt. So, hier runter und dann... Let's go! Zeig, was du drauf hast, Mopsy. Alter, wie hoch der springen kann, Alter. Verdammte Axt. Au. Alter, so schwer. Komm her, du Lappen. Ja, Alter, da habe ich jetzt ein bisschen durchgetrickst. Ach du Heiliger. Das war jetzt aber wirklich schwer. Das war jetzt wirklich nicht gerade leicht. So, da hast du wieder das Zeug wieder und dafür gibt es wieder eine Pi-Eiche, die ich aber keinen Platz habe. Tut mir leid. So. Ah ne, doch, einen Platz habe ich. Okay, gar nicht gemerkt. Mal kurz warten. Und dann geht's wieder zu Welt 4 zurück. So, starten wir zu dem Baby-Oschi. Und dann kommt jetzt Eisweiß Welle 2, Pinkul Polonaise. Okay. So, und im Übrigen die Fähigkeit von dem blauen Yoshi ist. Ja. Blasen schießen. Indem man. Ui! Geil! Indem man Gegner einsperren kann, dann gibt es manchmal Münzen oder sogar Items. Wie man sieht. Es gab einfach mal einen Eichepilz dafür. Krass. Ne, ich behalte den Eichepilz. Den behalte ich diesmal. Ach du Heiliger. Oh, hier geht da einiges ab. Ach du Heiliger. Und die Blasen kann man auch als Sprungbrett nutzen hier so. Man kann auch drauf springen so. Zack. Man kann zwar jetzt nicht sonderlich hoch mit denen springen, aber ja. Kann einem schon ziemlich behilflich sein. Bei allen anderen Starcoin wahrscheinlich. Aber wo ist Starcoin? Ich finde gerade gar keine. Hallo. Erste und das war's. Was los hier? Ich will jetzt aber auch nicht zurückgehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich noch nichts übersehen habe. Aber ich befürchte es so langsam. Hast du irgendwas hier drinne? Ja.
Noch kurz weg. Okay, es ist die zweite, gut. Ich habe nämlich so langsam fürchtet, dass ich was übersehen habe. Macht die da oben irgendwas? Ein Stern, oh geil. Das ist da kein. Nein! Ich brauche da einen zum Hochspringen. Da! Doch, Baby, was ist dein Ernst? Hallo! Gib mir noch mal so ein Vieh. Frisst du denn einfach auf, ey? Junge, was willst du denn? Ich will da hoch! Alter. Ja, geht du schon mal ins Ziel? So. Alter. Was macht der jetzt mit einer Eichepilz hier? Das gibt's doch gar nicht. Verschwendet ihr viel zu viel Zeit. So. So, jetzt komme ich nach. Ist ja ganz lustig, dass man den schon mal vorher ins Ziel werfen kann. Aber ja, wirklich, das musste ich jetzt machen, weil sonst hätte er mich noch, Alter, nicht sonst noch weiter genervt. So, wir haben sogar Schnappzeit. Ich habe nicht darauf geachtet, welche jetzt, aber dafür gibt es auf jeden Fall eine Eichepilz. Nice. Das ist sogar richtig geil. Ich habe jetzt wieder außerdem aber nicht geguckt, welche Schnapse man dafür braucht. So, natürlich haben wir keinen Platz, dafür schmeißen wir wieder den ältesten Stern weg und das war ja, oder wenn wir jetzt mal den weggeworfen haben hier, ist es diesmal der hier. Das war fast ausschließlich nur Eichepilze hier drin. So, mit dem möchte ich nicht kämpfen, stattdessen möchte ich lieber den Tower machen. Eis auf Eis für den Tower, Tanztee im Tauwetterturm. So, wie es die Regel besagt, kann der Baby-Yoshi nicht hier rein. Also nicht nur bei Castles, sondern auch bei Towern. Kommt er nicht mit rein. Und hier wechsle ich lieber. Hier wechsle ich wieder. Damit hier für Abwechslung gesorgt ist. Okay. Hier war so ein Eiszapfen-Tower. Was kommt mit solchen großen hier? Krass. Sieht immer auch grafisch richtig nice aus, die Eiszapfen. Große runter. Aber wäre langsam schön, wenn ihr mir die erste Star Coin gibt. Nur so eine Idee. Hab nämlich keine Ahnung, wie lang das Level so ist. So, dann kommen wir runter hier. Kann ich den kurz als Schutz nehmen? Da oben was? Da oben könnte eventuell was sein. Geh mal hoch. Nee, das ist nix. Es gibt aber auch die roten Münzen her. Oh mein Gott, ganz knapp. In allerletzter Sekunde. Alter Schwede. Ah, da oben. Wenn ich Pech habe, die zweite erst. Ich hoffe aber mal die erste. Gut, es ist die erste. Glück gehabt. Gibt es irgendwo in der Seite, wo das steckt, oder? Nee. Ich habe jetzt zumindest nichts zu sehen. Die Eisblume macht sich schon Macke. Auf Wiedersehen. Knochen trocken wurde zerquetscht. Wie schon in Welt 2, bei den Drehteilen da. Bei den Plattformen haben wir auch ein paar Knochen trocken ermordet. Oh mein Gott! Fuck, tot. Ich dachte, da drin wäre was, aber habe es zu spät dran gedacht. Da kommt jetzt mal wie wieder zur Abwechslung mein Fail wieder ins Playen. Aber jetzt habe ich eine Halbzeit aktiviert. Das heißt, die erste Starcoin ist gespeichert geblieben. Aber die zweite muss ich neu holen. Oder hatte ich die zweite? Nee. Nee, ich hatte nur die erste. Nee, okay, dann ist alles okay. Nee, stimmt. Die zweite habe ich aber, glaube ich, da gesehen, als ich da gestorben bin.
Dafür, dass ich jetzt aber nicht für Eisblume habe. Jawohl, die Eishapfen killen die auch. Dafür, dass ich jetzt keine Eisblume habe, kann ich jetzt ein paar Knorntrocken nicht killen und die nerven mich jetzt halt. Oh fuck. Schnell, hol die Star-Ko- Oh mein. Ja. Lieber bin ich tot, als dass ich die Star-Coin nicht mitnehme. Ich will die schon haben. Alter, ist das böse. Da gibt es jetzt wieder ein paar Fail-Sätze. So, jetzt konzentriere dich aber mal hier. Noch einen Fail will ich verhindern. Aber ist ja doof, dass ich halt jetzt keine Eisblume habe. Ohne Scheiß. Jetzt hätte ich die Starcoin echt leicht holen können. Okay, jetzt habe ich sie. Fuck, Mann. Okay, Pilz. Noch einen. Tatsache. Oh mein Gott, ich hab sie alle. Oh mein Gott. Dankeschön. Dankeschön. Kann ich jetzt so glücklich den Tower jetzt so hoffentlich abschließen. Sei nicht fehle. Nochmal. Lass es. Mario. Nein. Nein. Lass es sein. Bitte gib mir einen Pilz. Bitte gib mir einen Pilz. Hallo. Gib mir einen Pilz. Gib mir einen Pilz. Gib mir einen Pilz. Nein, das ist eine Münze. Pilz. Oh, danke schön. So. Jetzt sollte Bum-Bum kein Problem mehr sein. Ja, wahrscheinlich auch klein hätte ich bestimmt auch noch klein gekriegt, aber... Nee. Ich fühle mich dabei sehr unwohl bei der Sache. So, was erleidest du diesmal? Schwer die Stampfattacke, warte mal. Hä? Das ist doch die gleiche Staffattacke, was er schon davor erlernt hat. Okay, hier ist es ein bisschen schwieriger, weil er hier... Aber jetzt hier so rumrutschen. Weil es jetzt hier so ein rutschiger, so ein eisiger Boden ist. Rutschen wir jetzt ein bisschen hier durch die Gegend. Deshalb ist die Steuerung ein bisschen schwieriger, aber sonst... Das ist eigentlich nichts dran geändert. Gleiche Staffattacke, die er schon in Welt 3 erlernt hat. Hm, komisch. Naja, egal. Auf jeden Fall... Das war's mit der Folge. Wir haben sogar einen 28-minütigen Part. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst Like da und abonniert, wenn ihr es verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal bei News from Our Boss. You. Ciao.